Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Step by Step. Heute an einem wunderschönen Sonntag. Also heute ist eigentlich, ehrlich gesagt, das Wetter war jetzt nicht so schön, aber gestern war es mega schön. Ich hatte gestern auch einen schönen sommerlichen Tag. Und jo, wir wollten gestern essen gehen, weil ich hatte ja Geburtstag letzten Samstag und da hatten wir nichts reserviert, weil man muss ja reservieren, und wir wollten gestern essen gehen und hatten auch reserviert. Und dann sind wir dahin und es wurde gesagt, man bräuchte einen PCR-Test, und das hatten wir Dummbrote natürlich nicht gemacht. Dementsprechend war ich gestern ein bisschen auch traurig, diesen wunderschönen Tag nicht richtig nutzen zu können, weil man halt eben nicht essen konnte, weil wir ein wenig blöd sind. Aber ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich weiß gar nicht, wie die Schulsituation bei euch ist. Ich habe jetzt Ferien. Yay. Aber auch noch nicht komplett, weil es ist ja noch Prüfung davor. Und also was heißt nicht komplett? Also ich habe jetzt vorliegende freie Zeit. Und in 2 Wochen ist die Prüfung dann. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich trotzdem was schaffe, was Sims betrifft, ein bisschen aufnehme und so. Und ja, wir werden sehen. Genau, diese Folge, wie versprochen, beschäftigen wir uns mit der Bar und ansonsten auch noch dem restlichen Raum hier. Ich kann gerade gar nicht so wissen, also es ist ja der Partykeller, genau. Also wir machen hier so ein bisschen das Esspaket, also das Essbankett, wo man halt noch dran essen kann, falls man hier wirklich Party feiert mit Leuten. Und dann noch ein bisschen so Sitzgelegenheiten und so. Also es wird diese Folge ein bisschen was passieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit wir diese Folge kommen. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Und ja, mal sehen. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefällt. Da freue ich mich natürlich immer. Oder wenn euch was nicht gefällt, natürlich auch gerne. Und momentan mache ich, wie ihr seht, die Bar. Hab gedacht, ich mache noch so eine Zwischeninsel rein, weil ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Dann hat der Barkeeper, der Barmann, sehr viel, ja, sehr viel, wie nenne ich das jetzt? Sehr viel Platz zum Schneiden von Sachen und so, das meine ich. Weil die Fläche da hinten ja jetzt irgendwie nicht so viel Platz zum was machen beinhaltet, sondern eher Platz zum Lagern von Sirupen und Säften und sowas. Ich bin komplett durcheinander und weiß nicht, was ich sagen soll. Mittlerweile, also dort mache ich gerade die Wände. Ich bin gerade wirklich komplett durch. Ich habe keine Ahnung, warum ich so komisches Zeug laber. Oder warum es mir gerade so schwerfällt zu labern. Aber mittlerweile mache ich die Wandfarbe. Jetzt haben wir es. Und da hatte ich ein bisschen ein Problem. Ich wollte auf der einen Seite was Cooles, auf der anderen Seite irgendwie was nicht so raussticht, und ich habe mich letztendlich für dieses Holz entschieden, weil ich das irgendwie ganz passend zu dem Baum finde. Fragt mich nicht. Und die Farbe mag ich auch sehr gerne. Es ist so ein, es ist ja schon irgendwie naturtönenmäßig, also so ein bisschen so ein bräunlich gehendes Holz, aber auch noch so ein bisschen gräulich, also so ein Braungrau, und das mag ich natürlich sehr gerne. Genau. Als nächstes natürlich Kaffeemaschinen, weil man muss ja an der Bar auch Kaffee, ja, bekommen können, so rum. Und auch natürlich noch Geschirrspüler. Die werde ich jetzt, glaube ich, wo ich jetzt mir das angucke, ich werde die, glaube ich, woanders hin platzieren, weil dort hinten finde ich die irgendwie ein bisschen unpassend, wenn dort die Tür ist oder so. Kühlschränke machen wir da hinten hin. Und wobei, das kann man sich ja eigentlich so vorstellen, die Bar wie so eine richtige Restaurantbar, wo die Kühlschränke quasi in den Theken sind. Ich habe in der Gastro gearbeitet, ich kenne mich da aus, ne? Nee, aber in der Gastro ist es halt oft so, das seht ihr vielleicht auch, wenn ihr an der Bar sitzt, dass die in den Theken quasi die so rausziehen können, und da ist dann ein Kühlschrank, da stehen die ganzen Flaschen drin. So ähnlich können wir uns das hier auch vorstellen, also genau. Ja. Die Bar an sich passt ja, wie ihr seht, farblich jetzt nicht zu 100% dort rein, zu den Theken und so. Aber ich glaube, farblich war es, glaube ich, das Beste oder Nächste, woran ich gehen könnte. Und ich wollte unbedingt eine Bar mit solchen Zapfhähnen für Bier, weil ich das irgendwie so, keine Ahnung, ich finde das irgendwie so hochwertig, also nicht hochwertig, aber man zeigt halt hier, ne, dass man Sachen hat, die andere nicht haben. Und Zapfhähne, ich meine, hallo, das ist schon eine coole Sache. Und dementsprechend habe ich mich für die Bar entschieden, weil alle anderen haben farblich nun wirklich nicht gepasst. Und wir machen hier ein bisschen Benzin und tödliche Sachen noch mit hin. Ich glaube nämlich, dass das eigentlich keine Getränke sind, aber von Weitem sieht es aus, als wären das, keine Ahnung, Getränkflaschen, und deswegen habe ich die mir hingestellt.
Und ich platziere jetzt Sachen raus und wie ihr gesehen habt, hatten wir einen kleinen Sprung und habe ich das einfach gemacht, ohne dass ihr mir zugucken konntet, weil ich finde, dass das immer sehr lange dauert, wenn man hier alles raussucht. Deswegen habe ich das mal schon für euch gemacht und das müssen wir nicht zusammen machen. Und habe ich natürlich die Gläser platziert, weil ich dachte, kommen dort jetzt Gläser auf den Baum oder kommen dort jetzt so Getränke hin? Und ich werde das gleich noch umchangen, da mache ich das schon, dass die Gläser in dieses hohe Regal kommen und die Getränke und Sirupe und whatever auch das ist, kommen da hoch. Und ich finde das irgendwie so passend. Und natürlich sortiere ich die wieder farblich. Das ist nämlich ganz wichtig für mich, dass das farblich immer passt. Und ja, an sich mir gefällt dieser Raum extrem gut. Es ist auf jeden Fall, man kann sagen, dass ich die Bar, ich weiß nicht, ist das die coolste Bar? Ich glaube schon. Einfach weil sie groß ist und weil sie halt einfach so viel Stauraum für so vieles bietet, genau, finde ich die einfach extrem cool. Obwohl mir die Bar, eigentlich gefallen mir bisher alle Bars in diesem Haus. Vor allem auch die im Wohnzimmer und in dem anderen Wohnzimmer. Die finde ich auch echt cool. Aber die hier, die hat einfach nochmal durch die Größe einfach auch den Vorteil, dass sich extrem viele Sims ransetzen können und dass sie nicht so überladen aussieht, falls ihr versteht, was ich meine. Aber extrem cool finde ich die schon. Das muss ich zugeben. So, und dann sind wir auch gleich durch mit den Getränken, die wir draufstellen. Also da ist schon wirklich einiges drauf, muss man sagen. Jetzt kommen noch die Gläser dahin und dann noch ein bisschen Zeug auf die Theken. Und dann sind wir eigentlich mit dem, was in der Bar hier so stehen muss, fertig. Weil eigentlich haben wir dann alles. Was wir noch nicht haben, sind so Handtücher oder so. Wobei, da hängt ja eins an der Theke, was ganz cool ist. Das ist also auch eigentlich abgedeckt. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt diese Bar wirklich gut. Also schreibt gerne in die Kommentare, welche Bar ihr am besten findet oder ob ihr die einfach auch ganz cool findet. Aber ich stelle mir das halt einfach so vor, man sitzt hier, es ist relativ dunkel in diesem Raum. Ne? Es ist ja auch Party-Feeling. Es ist vielleicht dieses Neonlicht an, wie nennt man das jetzt nochmal? Schwarzlicht, genau. Und das Licht scheint zum Beispiel durch diesen Kasten, wo die Blumen drin sind. Und dann sitzt du einfach an der Bar und hast so einen leuchtenden Baum, um dich herum ist alles dunkel und bestellst dir einfach einen Drink. Das muss schon echt cool sein. So, hier noch die Giftflaschen platziert, Insektizid oder was auch immer das sein soll, aber wir können uns ja vorstellen, dass es einfach irgendwelche Getränke sind. Und dann haben wir es. Für das. Und natürlich brauchen wir aber noch ein Regal für Tassen, für den Kaffee. Und das machen wir natürlich auch noch dahin, passend dort, wo die Kaffeemaschine eben steht. Und jo. Dann sollten wir eigentlich fast durch sein damit. Gläser kommen noch auf die anderen Regale, die dort im, nicht das, die dort, genau, die ihr dort noch seht, die noch leer sind an dem Fenster. Da machen wir das schon. Und da gehe ich auch gleich nochmal ins Debug-Menü, weil ich da nicht genug hatte offensichtlich. Und das könnte jetzt ein bisschen dauern, das Gesuche. Ich weiß gar nicht, ob ich es rausgestellt habe. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt ein bisschen Zeit, um zu suchen. Mit mir gemeinsam zu suchen, also oder mir zuzugucken, wie ich suche, so eher. Und ganz viele Gläser natürlich, weil man braucht Gläser in einer Bar, vor allem wenn so viele Sims hier ja, Platz nehmen können und sich bedienen lassen können. Und ja, keine Ahnung, es ist halt für größere Partys geplant, also jetzt nicht unbedingt eine Hochzeit, weil für eine Hochzeit ist es wahrscheinlich ein bisschen zu neon und weiß ich nicht. Aber für so eine etwas, ja, einfach eine Party. Wenn du einfach Geburtstagsparty feierst oder so, dann bist du halt hier unten. Und wenn du Bock hast, kannst du dich überall hin bewegen. Du kannst bowlen, du kannst dich an die Bar setzen, du kannst was essen am Esstisch. Du kannst ins Schwimmbad gehen und dort schwimmen. Du kannst Eislaufen gehen oder eben auch in den Gaming Room, wo ja dann auch noch übelst viel Zeug stehen wird. Also ich glaube, man hat hier wirklich genug Möglichkeiten, Spaß zu haben. Und auch wenn man jetzt nicht so oft das ja, reine Partyleben steht, ne, ein Gaming Room gibt es ja trotzdem, man kann Fernsehen gucken, dies, das und das ist eigentlich ganz cool. Also ich würde so gerne Partys feiern und es wäre bestimmt auch cool dann so, wenn man für Eden, also mit Eden dann halt einfach so Partys macht, das gefällt dir ja auch an sich. Genau, eine Pflanze habe ich noch hingestellt und dann geht es schon weiter an den Esstisch. Wir kommen mehr oder weniger voran. Naja, geht so, aber es wird schon. Den Esstisch habe ich in derselben Optik gemacht wie die Bar, weil ich irgendwie fand, naja, wenn du jetzt noch was anderes machst, das wird komisch.
Und ich habe diesen abgerundet diesmal, weil ich irgendwie ein bisschen Dynamik drin wollte. Und insgesamt haben Platz, lass mich kurz überlegen, 10 Sims offiziell. Es sieht aber so aus, als hätten 12 Sims Platz. Also, ne, inoffiziell dann eben 12. Ich weiß auch gar nicht, ich hab mich eigentlich immer aufgeregt, dass ich so gar nicht kommentieren wollte, was ich im Hintergrund mache, weil ich das irgendwie so langweilig finde, weil ihr seht es ja eh. Aber Maybank ist gerade, ich muss gerade sagen, mir sind gerade extrem die Themen ausgegangen, über was ich reden könnte, weil einfach in meinem Leben gerade nichts passiert. Und auch allgemein jetzt nichts passiert, wo ich sagen kann, ey, da muss ich drüber reden. Deswegen ist das gerade so ein bisschen, keine Ahnung, was ich sagen soll. Ja, da seht ihr es ja. Ich habe dort einen Baum in den Tisch gemacht. Das habe ich ja, ich glaube, irgendwie in den Folgen, wo ich den Esstisch gestaltet habe, auch schon mal beim Esstisch versucht. Aber da hat es mir nicht gefallen. Hier gefällt es mir jetzt sehr gut mit dem Baum im Tisch. Ist einfach so ein kleines Gimmick. Das sieht ein bisschen besonders aus. Wir hatten ja sowieso ein bisschen das Baumthema, auch durch die Bar. Und ich finde das einfach hier ein bisschen eigentlich ganz cool. Das ist mal was anderes, ne? Das hat man ja eigentlich jetzt nicht überall, dass man einen Baum im Tisch hat oder aus dem Tisch wachsen hat. Vielleicht hast du das in bestimmten Themenrestaurants, dass du einfach sagst, ja, so ein Waldthema oder so, da würde es sehr gut reinpassen. Hier ist es eigentlich so ein bisschen, das ist eine Fusion zwischen sehr modern und ein bisschen auch sehr retro, wie ihr vielleicht sehen könnt. Retro sehen wir hier gerade dieses Licht, also diese Station dort. Dieses DJ-Pult, jetzt habe ich es. Das einfach mit so vielen verschiedenen Farben und so bunt ist. Das ist halt einfach schon ein bisschen, ich kann sagen, das ist so ein bisschen 70er. Aber trotzdem auch den modernen Teil schon. Das ist hier zum Beispiel eine Tanzfläche, die sieht auch wieder sehr modern aus. Also so ein bisschen so dies und das gemixt. Und das ist eigentlich die ganz coole Sache hier. Und ich habe mich halt versucht, dann schwarze Möbel zu halten, damit man halt einfach hier nochmal den modernen Touch reinkriegt, aber auch irgendwie diesen anderen Touch, diesen besonderen Touch, eben durch den Baum im Tisch. Nein, das habe ich mir halt einfach so überlegt, dass wir hier sowohl modern als auch ein bisschen special sein wollen. Und ja, das war mein kläglicher Versuch davon. So, eine Trennwand, weil ich fand, dass es sonst einfach viel, 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 viel zu groß wird, wenn ich hier einfach keine Trennwand hinmache. Und dazu noch so ein, ja, wie nennt man das? So ein Wanddekorationsobjekt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt in normal nennen würde. Ich meine, das sind da einfach besondere Formen von Wänden oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, ihr seht ja, was ich gemacht habe. Und Licht wieder. Das ist so ein bisschen so ein Ding, was sich hier durch den ganzen Kellerraum zieht. Diese Mini-Lichter, die hier einfach um irgendwelche Strukturen sich ziehen werden. Ebenso wie bei der Tanzfläche. Und jo. Das machen wir jetzt nicht nur hier, das machen wir dann noch irgendwo anders. Also hier wird noch einiges passieren. Die Stühle habe ich jetzt doch weiß gefärbt, weil ich fand Schwarz ist irgendwie so. Na, zu viel Schwarz ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Und das Braun habe ich dazu genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es so lasse. Ich glaube ja. Das Braun habe ich dazu genommen, weil ich dachte, das passt wieder ein bisschen zum Holzthema. Und wir wollen hier ein bisschen Besonderheiten reinbringen. Eine Lampe muss natürlich noch sein. Und dann nehme ich eine, die bis nach unten hängt. Ihr werdet ja gleich sehen, welche. Ich wollte jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Und es kommt später auch noch eine kleine Buffet-Area hier hin. Die Sache ist, die ist jetzt nicht sonderlich groß, also zumindest nicht so groß, wie ich es mir hätte gewünscht. Weil, na gut, wenn hier wirklich, keine Ahnung, wie viele Sims kommen, 20 oder so, und hier richtig Party machen, dann reicht so ein kleines Buffet eigentlich nicht. Aber wir tun einfach mal so, als wäre das größer und dann passt das schon. Weil, ja, anders kann ich es ja jetzt eh nicht machen. Ich meine, das Buffet, ich kann ja jetzt nicht irgendwie Platz herzaubern, ne? Und da mache ich jetzt hier erstmal meine, wenn ich das Runterkommen-Möglichkeit. Ich wollte die eigentlich ein bisschen besonders gestalten, habe mich aber letztendlich, nachdem ich gemerkt habe, es klappt nicht so gut, dafür entschieden, dass ich sie ganz standardmäßig gestalte. Also keine besonders großen Hoffnungen müsst ihr jetzt hier machen. Es sieht nicht komisch, nicht cool aus. Na, ihr seht, ne, ich wollte da irgendwie was ausprobieren, aber es hat irgendwie nicht so ganz hingehauen, so wie ich es wollte. Also mache ich es wieder nur mal Standard, wie immer. Genau. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie wir den Raum am Ende haben. Also ich meine, jetzt ist ja noch nicht, also es sind viele Sachen jetzt schon passiert, ne? Die Bar ist schon, die Tanzfläche ist schon. An sich ist auch schon der
der Bowling-Teil. Aber es ist halt alles noch nicht so fertig, ne? Ich bin echt gespannt, wie das Ganze fertig aussieht, wenn das Licht dann einfach wirkt, die ganze Atmosphäre einfach richtig krass, auf einen wirkt. Das muss echt cool sein. Also ich bin echt gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Und ich hoffe, es ist ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, die Treppe habe ich gemacht. Dann mache ich die Treppe auch nochmal richtig. Und dann geht's weiter mit der Karaoke-Bar, wie es aussieht. Oder erstmal den, was ist das, Shisha-Dingern. Ich bin ja eigentlich komplett gegens Rauchen, das muss ich hier auch dazu sagen. Ne? Shisha ist einfach null meins und Rauchen an sich auch nicht. Ich bin da wirklich komplett strikt gegen. Bei uns im Haus, wir sind ja ein Wohnungskomplex. Wie viele wohnen hier? Ich habe keine Ahnung, 50 Wohnungen oder so. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Wahrscheinlich 30 oder so. Also das ist ein sehr, sehr hohes Haus. Jetzt nicht vier Stöcke hat das, aber es sind halt kleinere Wohnungen. Ich glaube, wir haben sogar eine mit der größten tatsächlich. Also es sind halt so kleinere Wohnungen in einem relativ großen Haus, so ungefähr 30 oder so. Und irgendjemand von diesen Idioten raucht, obwohl das laut Hausordnung nicht erlaubt ist. Und es stinkt im gesamten Treppenhaus. Und wenn man das Fenster aufmacht, stinkt es auch. Und das ist so eine Sache, wo mir wirklich der Hut geht, weil ich weiß es nicht. Ich mag diesen Geruch partout nicht. Ich möchte den auch, wenn es in der Hausordnung steht, eben nicht riechen müssen. Und wenn man schon draußen raucht, dass draußen eben die Geruchsbelästigung stattfindet, wenn man das Fenster aufmacht, verstehe ich nicht, warum man dann auch in der Wohnung, dass das Treppenhaus danach riecht. Ich verstehe das nicht. Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Ich bin strikt gegen das Rauchen und habe hier trotzdem Shisha-Bars hingestellt oder Shisha. What is this? Ich habe keine Ahnung, wie man diese Dinger bezeichnet, weil es mich einfach so wenig juckt, ne? Aber ich habe sogar die Dinger hier aufgestellt. Ganz einfach, weil ich die echt knorke finde. Nicht im Sinne von, oh, ich mag Shisha oder so, sondern ich finde, die sehen echt cool aus. Mit diesen Puffs, mit diesen bunten. Das sieht halt irgendwie mega. Ja, da sind wir wie beim Retro, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, das ist ja hier so eine Mischung aus modern und Retro. Und ich finde, diese Shisha-Dinger sehen mega Retro aus, mit diesen, zumindest mit diesen Puffs. Weil diese, ich sag immer Puffs, ne? Das ist ja eigentlich, wie nennt man das denn? Diese Minisessel, ne, wo man sich draufsetzen kann. Ich finde das halt einfach ein bisschen modern, das sieht ganz cool aus, deswegen musste ich die mit drin haben, obwohl ich eigentlich komplett strikt dagegen bin, dass es sowas gibt oder dass man sowas macht. Fühlt euch jetzt bitte nicht angegriffen, wenn ihr sowas macht, aber es ist halt einfach so meine persönliche Meinung, dass ich das halt einfach auch nicht riechen kann, ne, das ist das Schlimmste. Und die Katzen haben wieder ein bisschen Probleme draußen an der Tür, weil sie heute noch nichts zu essen bekommen haben. Aber es ist ja eigentlich auch gar nicht deren Zeit, wo sie was zu essen bekommen. Sie haben halt einfach nur Lust, mich während meiner Aufnahme ein bisschen zu stören. So, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich lasse die verhungern oder so, weil die immer hier an der Tür klopfen, ne? Dass sie jetzt immer noch leben nach 3 Monaten, wie wir diese Sachen schon zusammenbauen. Nee, ich glaube, es sind mehr, 5 Monate oder so. Das zeigt ja eigentlich, dass ich sie füttern muss, ansonsten könnten sie ja gar nicht mehr kratzen. Eigentlich fütter die schon regelmäßig, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, heute mache ich mal nicht. Nur es ist halt jetzt nicht deren Zeit und immer wenn die... Ich glaube, es liegt eigentlich auch daran, dass die eigentlich hier rein wollen, wenn ich hier drin bin. Ich glaube, es ist egal, ob die jetzt zu essen bekommen oder nicht. Ist es ja tatsächlich, ich habe denen manchmal was gegeben und trotzdem kratzen die, weil die einfach bei mir sein wollen. Oder einfach in einem Raum, ich weiß nicht, vielleicht beziehe ich das jetzt ein bisschen zu mir, auf mich und denke mir so, oh, die haben mich schon lieb, obwohl es gar nicht stimmt. Aber egal. Genau. Und wie ihr seht, im Hintergrund mache ich gerade das Sofa. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte es hier wirklich modulieren, weil ich wollte, dass man hier wirklich viel Platz zum Sitzen hat. Allerdings sieht das so irgendwie übelst beknackt aus und dann habe ich es versucht hier zu machen mit den Sitzgelegenheiten. Das sah aber auch beknackt aus. Deswegen lasse ich das mit diesen Leak-Flächen. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, das ist einfach... Das ist einfach nie. Das ist es nie. Das müssen wir zugeben. Deswegen mache ich einfach das normale Sofa und man kann sich halt hinsetzen. Ich glaube, die Liegflächen dort werde ich auch noch beseitigen. Also was heißt beseitigen? Na, die werde ich irgendwie, glaube ich, irgendwann im Laufe des Bauens wegmachen, soweit ich mich erinnern kann. Und ein Tisch kommt noch hin natürlich. Falls man da seine Getränke abstellen möchte, falls man keinen Platz an der Bar gefunden hat oder Fernsehen gucken möchte, während man keine Ahnung, was man hier tut, während man was trinkt. Habe ich jetzt noch einen Abstelltisch dran gemacht, der auch groß genug ist, dass jeder sich dort was hinstellen kann. Und dann geht es weiter mit... I don't know.
so ein bisschen Verbesserungsarbeiten im Hintergrund. Und das Video ist Gott sei Dank gleich vorbei. Es ist nicht so, dass es mir keinen Spaß macht, was zu sagen. Es ist einfach nur so, dass ich gerade überhaupt keinen Plan habe, was ich sagen soll, weil es einfach so... Es ist jetzt auch nichts Spannendes passiert, ne? Es ist nichts Spannendes, was ich im Hintergrund mache. Es ist jetzt nichts irgendwie, was ich erklären könnte, keine neuen Ideen. Es ist halt einfach nur, dass ich kommentiere, damit ihr nicht hören müsst, wie die Musik dudelt, sondern damit ihr mir auch zuhören könnt, dass ich was sage, weil ich finde zum Beispiel jetzt Bildvideos, das ist jetzt meine persönliche Sache, ne? Ich finde Let's Build-Videos furchtbar langweilig. Wie gesagt, ich bin mehr der Stop-Motion-Typ. Und Let's Builds sind für mich einfach wirklich furchtbar langweilig. Und deswegen, ich würde die Band nur gucken, wenn da auch Commentary dabei ist, dass man auch sagen kann, hey, man kann da wenigstens was lauschen, was nicht nur Musik ist. Und zur Not macht man halt, wenn man das Quatschen nicht möchte, einfach den Ton aus und dann macht das im Hintergrund an. Aber einfach, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie was Gequatschtes zu hören. Deswegen labere ich ja hier auch. Ich meine, ich könnte jetzt einfach sagen, jo, ich lade die Folge einfach komplett stumm hoch, aber das ist natürlich eher so ein... Wer macht denn sowas, ne? Deswegen... Ja, lassen wir das. Und deswegen quatsche ich auch. Und ja, aber manchmal hat man einfach so die Tage, wo einfach nichts Sinnvolles quatschbar ist. Und so ein Tag ist heute. Und deswegen laber ich hier einfach ein bisschen so ein paar Mistsachen und das passt schon. So, die Tanzfläche ein bisschen abgegrenzt, dann noch ein paar dieser Lampen hin und es geht weiter mit Ausbessern, weil das sieht irgendwie komisch aus hier alles. Das war zu viele Ebene, das war einfach zu viel, deswegen mache ich das wieder weg und lasse es ebenbürtig. Mache aber die Shisha-Dinger ein bisschen runter, statt auf einem Podest hoch, weil ich finde, das irgendwie bringt noch ein bisschen mehr Dynamik rein. Wenn alles so erhoben ist, sieht das irgendwie komisch aus, deswegen wollte ich ein bisschen auch, dass man nach unten geht quasi, ne? Und das ist halt das. Und dann natürlich wieder Licht. Beim Licht hatte ich immer Probleme, wie ihr gesehen habt vielleicht, dass das manchmal einfach nicht in die richtige Höhe gesnappt ist quasi und dann musste ich das einfach hochmachen und wieder runter machen und das, weil wenn man das mit dem Tasten hochmacht, ist es halt einfach zu hoch, deswegen muss man das dann irgendwie wieder unten reinrasten lassen und dann geht es anscheinend komischerweise ganz merkwürdig. Ist ja auch Blödsinn, was ich erkläre, ich meine, ihr seht ja, was ich mache, ne? Und das gleiche nochmal mit den Ecken. Und dann geht es tatsächlich auch schon los, dass ich, glaube ich, mit dem Buffet anfange oder mit dem Boden. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwas passiert gleich. Da bin ich mir sicher. Weil die Folge ja auch gar nicht mehr so lange geht. So, nächste Folge. Ich weiß gar nicht, was wir nächste Folge machen. Ich glaube, wir werden nächste Folge einfach noch das... ich habe sie noch nicht aufgenommen, muss ich dazu sagen, weil ich letztens doch keine Zeit hatte. Ich glaube, wir werden nächste Folge aber einfach... diesen Untergrund hier fertigstellen. Wir haben jetzt zum Beispiel noch die Toiletten, die wir machen müssen. Wir haben noch die Eisbahn. Ich glaube, ich möchte jetzt einfach diese Etage mal so ein bisschen fertig bringen. Bis auf den Feinschliff, ne? Den machen wir am Ende. Aber ja, ich möchte halt einfach super kommen. Ich möchte meine Etage auch wirklich fertig abschließen, dass ich sagen kann, ja, hier habe ich gemacht. Damit sind wir fertig. Da muss ich jetzt beim Bauen nicht nochmal hingehen. Und ja, ich glaube, dass die Etage da ganz gut werden kann. Ich habe ein bisschen Respekt noch vom Gaming Room, weil ich da eigentlich jetzt... Ich habe nicht so eine klare Vorstellung, was ich machen möchte. Ich habe aber so eine ungefähre Vorstellung, was ich alles unterbringen möchte und wie cool das, also dass es cool aussehen soll. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass das nicht meinen Ansprüchen gerecht wird. Ne? Ich meine, ich habe es natürlich immer selbst in der Hand und kann ja immer alles verändern, aber manchmal hat man einfach auch nicht... Man hat zwar quasi eine grobe Sache, was man möchte im Kopf, aber keine klare Idee. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selbst baut oder so. Oder auch mit anderen Dingen. Und dann ist man schnell enttäuscht und ich hoffe einfach, dass das mir nicht passiert. Dass ich da einfach, ja, das machen kann und mir denken kann, ja, das gefällt mir auf Anhieb. So, es geht weiter mit hier noch das Licht hinzufügen. Ne? Überall Licht. Man muss Prioritäten setzen. Und die Prioritäten, die sich hier durch den ganzen Raum ziehen, sind einfach die Lichtquellen. Und ja... Das muss man ja auch sagen, ne? Und an sich, wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, wir schaffen dann doch nicht alles, was ich noch auf Vorrat hatte in diesem Video. Weil, wie gesagt, ne, das Buffet haben wir noch nicht. Und obwohl, so viel passiert ja gar nicht mehr. Fällt gerade auf. Ich weiß nicht. Wir werden sehen.
Und an sich, ja, wie gefällt euch der Untergrund bisher? Denkt ihr, da kann wirklich was Krasses draus werden? Oder denkt ihr eher so, ihr habt euch das anders vorgestellt mit einer Party-Location? Ah, jetzt kommen wir zum Buffet. Und Schokobrunnen natürlich. Und wir brauchen dann natürlich auch, ja, Buffet. Das habe ich gerade gesucht, weil ich nicht mehr wusste, wo wir das her hatten. Aber es kam mit, wie hieß das? Gastro-Dingens? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das Tippi, oh Gott. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir diese Folge machen, kann sein. Und das Tippi, das muss ich ganz ehrlich sagen, ne, ich wollte das unbedingt in Prestons Zimmer reinhaben. Nur wusste ich nicht, wo, weil das Zimmer einfach viel zu klein dafür ist. Es ist so ein riesiges Kinderzimmer, aber für das Tippi war einfach kein Platz. Und deswegen stelle ich das erstmal in den Flur und hoffe einfach, dass wir das ja vielleicht später unterbekommen. Oder wir machen es einfach wirklich in den Flur und der kann auch draußen spielen, ne? Also ist er jetzt nicht. Aber das war ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. So, trotzdem, das war's mit der Folge jetzt eigentlich erstmal. Wir haben ein bisschen was geschafft, ein bisschen aber auch wieder langwierig gebraucht, aber das ist ja typisch ich, ne? Dass es ein bisschen langsamer läuft. Und zurück im Partykeller, da seht ihr es nochmal. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr den findet, ob ihr sagt, yay, da würde ich gerne Party machen, oder ob ihr sagt, naja, ist jetzt irgendwie ganz, habe ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt oder whatever. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Ich danke euch sehr viel für euer Feedback und eure Likes und so weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge beim Step by Step am Donnerstag. Bis dahin, macht es gut und ciao!